Ja, wie kann man denn hier seine Quest öffnen? Ah, hier. Laufende Mission, Reise zur Abtei, Belagerung der Heizung. Wasser der Tomaten errichtet, seien aufgetaucht und hätte sein Soldaten getötet. Ich sage euch. Müssen wir denen nochmal einen Pfeil geben? Hallo, du. Ich bin gerade auf der Bitte 5 Pfeile, danke. Ja, schau mal, nicht so rein. So vertreibst du dir garantiert jeden Kunden. Jetzt muss ich den nur noch ausrüsten. Ja, was muss ich denn jetzt noch machen? Gute Frage. Müssen wir hier noch was tun? Was denn? Ihr wollt immer noch weiterarbeiten? Na, eure Tatkraft möchte ich haben. Keine Ahnung. Ihr könntet ja mal beim Tor vorbeischauen und mit Morten reden. Er leitet die Wache hier. Okay. Mit dem mussten wir also noch reden. So. Waffe ziehen. Wir werden sie brauchen. Weil soweit ich weiß, stürmen die Hexen ungleich. Oder auch noch nicht? Hallo. Was wollt ihr denn schon wieder? Was zu tun? Ihr wollt mir helfen? Ich bräuchte eine Verstärkung für das Tor. Sicherlich findet sich etwas oben in der Mine. Aber erwartet keinen Lohn. Ich schütze schließlich euer Leben. Das muss ausreichen. Mit dem Schlüssel hier kommt ihr in die obere Mine. Sucht dort nach etwas, was das Tor stützen kann und kehrt dann zu mir zurück. Aber passt auf, diese Mine ist seit einigen Wochen nicht mehr betreten worden. Wer weiß, was dort alles haust. Das schmeckt mir nicht. Nun muss ich schon wieder in so eine Kackmine rein. Ich hoffe, er meint auch wirklich die hier oben, ne? Die wird da wohl gemeint haben, sonst... Ach, er verdrückt mich immer. Nach gewohnt von Skyrim, da immer auf R drücken, um die Waffe zu ziehen. Wisst ihr was, könnte ich eigentlich auch mal kurz ändern. Ist der Gegenstand bereit? R. So, und jetzt bräuchte ich hier mal eine... Fackel? Danke. So, Hallöchen.
So. Ja, ja gut. Wie auch einfach mal so ein paar kleine Spinnen scheiße stark sind. Oh, das Spinnengift ist wirklich wertvoll. So. Eine Teleportrune. Schnellreise gibt's ja hier nicht wirklich. Geht jetzt anhand von Teleportrunen hier in Nerim. Ja, zwei Schaufeln reichen sicherlich, um da ein Tor zu befestigen. Ach man, jetzt drücke ich F. Ach. Wenn ich dann nur mal weiß, was ich dann drücken soll. So, aber ich denke, wir sind da ein bisschen zu spät mit den Schaufeln. Reichen höchstens noch, um die Leichen von denen einzuschaufeln. Ach cool, wie Blocken einfach mal zwei Tasten hat. Aha. Ja, haben wir ja reingeschaut und gleich gemerkt, dass wir die braunen Kannen auf keinen Fall benötigen. Sie kommen durch, geht in Deckung! Ja, ich lasse euch gerne den Vortritt. Da könnt ihr euch gerne um die kümmern. Ich kann hier in der Zeit mal die schon looten gehen. Ja. Wir können uns nun auf den Weg zur Abtei Tirin machen. Wir können da nicht alle looten. Okay, macht Schaden 3, ein Haufen Eisendolche. Schaden 3 und der Alte macht wie viel Schaden? Mal kurz umschalten auf Waffen. Schaden 1. Geschäft ist Spitze, okay. Das ist natürlich die Frage, weil mit einem Dolch. Da muss man schon ziemlich nah heran an den Gegner. Wir haben überlebt und die Mine ist jetzt wieder sicher. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Ein bisschen spät, nicht wahr? Aber ihr habt es ja wenigstens versucht. Ja. So, nun können wir uns aufmachen. Abhauen. So, Rüstung, Eisenhelm 1. Sehr schön. Schwere Rüstung. Nee. Denke.
So. Ich denke mal Leon nicht, weil, ja. Ich will keinen Ärger. Ungeziefer. Allesamt. Alle von diesem... Ah, wieder ein bisschen unfreundlich zu uns, ne? Naja, sind wir uns ja bereits gewohnt. Man sieht ja auch in der Außenwelt, da verschwinden die Pilze auch, wenn man sie gesammelt hat. Krass, wie einfach hier Nerim mal mehr ruckelt als Skyrim. Ja. Na, was habe ich gesagt? Im Nu ist die Tür wieder offen. Huch! Ich muss jetzt gleich zur Abtei von Tirin ein paar... Schön, ich habe ein Boot. Damit... Ja, krass. Boah, ich glaube, ich muss da was ändern. Ich glaube, es liegt weniger an den internen Grafikeinstellungen, sondern eher ein bisschen mehr an den, was ich sonst noch umgeschraubt habe. Moment mal, kurzer Grafikcheck. Ich habe nun so. Nicht Audio. Video. Ja, versuchen wir es mal so. Diese Hexer, die Gnome angegriffen haben. Sicherlich haben sie versucht, den Erzabbau zu unterbinden. Das Erz von dort ist nämlich sehr wichtig für den Kanzler. Er führt schließlich einen Krieg gegen das Nordreich. Ihr wisst schon, es hat sich vom Rest Nerims abgespalten und für unabhängig erklärt. Der Kanzler duldet das natürlich nicht und rückt mit seinen Truppen zur Nordstadt Karbaid vor. Ich hoffe sehr, dass sie mich nicht in die Armee einziehen werden. Es ist schrecklich, dieses Gekämpfe. Und als hätten wir nicht schon einen ausgewachsenen Krieg am Hals, machen diese Hexer auch noch Probleme. Ihr habt solche wie sie sicherlich nicht zum letzten Mal gesehen. Überall in Nerim versuchen sie, die Infrastruktur des Reichs ins Wanken zu bringen. Sie gehören zum Volk der Eterna und kämpfen gegen irgendetwas. Aber fragt mich bitte nicht, was das ist. Von sowas verstehe ich nicht viel. Naja. Okay, definitiv, ich muss da... Später, das, was ich da noch rumgebastelt habe, muss ich da wirklich wieder rückgängig machen. Ja, das möchte ich auch gar nicht. Schön einfach jetzt die Schatten mal... Auf 50 runter. Ich habe euch hoffentlich nicht gelangweilt mit meinem Gerede. Man merkt hier okay. Schon bei der Abtei angekommen. Ja. Huch. Kleiner Grafikbug. Naja. Jetzt hat's geruckelt, weil es Spiel gespeichert hat. Da dürfen wir nicht rein. Naja, ich denke, das stört jetzt nicht sonderlich. Hallo, Mega-Ruckler? Boah, ich muss das dringend rückgängig machen. Die Grafik, die ich da noch hochgeschraubt habe, weil ich stelle sowieso keine große Veränderung der Grafik fest, aber es ruckelt. Ja, bitte? Was kann ich für euch tun?
Nee, handeln möchte ich nicht.